Na, mein Guter, hast du deinen Bruder schon wieder fertig gemacht? Klar, immer. Kleine kann doch nix. Immer auf den Arm, kleinen Sorry, jetzt werde ich hier endlich mal eine Lektion dafür geben. Ja, das will ich sehen. Du wolltest dieses Duell ja sogar. Es wäre jetzt gut, wenn wir beide wirklich diese Decks genommen hätten, ne? Die sie genau bei diesem Duell hatten. Wäre cool zu wissen, aber ich weiß nicht, welches Duell das ist. Müsste ich auch nochmal nachgucken. Ich wollte gerade schon sagen, hör auf, meine Gedanken zu lesen. Ich habe es versucht, aber es hat nicht funktioniert. So, dann wollen wir Elementalen gegen Cyberdrachen. Das Problem ist, Kai spielt standardmäßig mit Cyberdrache. Ja, aber ich spiele verstärkte Version. Kennst du das, wenn du ein Duell anfängst und nicht ein Monster auf der Hand hast? Ja, durchaus. Das ist doch ein schlechter Witz. Ich habe einfach gar kein Monster auf der Hand. Warte mal, ich packe mich mal kurz auf die andere Seite. Weil ich verdecke ein bisschen die Karten. Los, komm aufs Feld. Cyberdrache 2. Nimm mal diese Cyberdrachen. Na, der Fett. Was kann der nochmal? Ach, nur wenn ich ein Monster habe. Los, greif seine Lebenspunkte direkt an. Nein, bitte nicht, Wir spielen übrigens ein Duell der Schatten, Leute. Das hast du den Moment. Ich beende meinen Zug. Also das ist der Start eines Yu-Gi-Oh!-Projekts, wo wir ab und zu mal irgendwelche Decks ausprobieren, gegeneinander. Wir gucken uns nicht an, was der andere vorher hat, und wir nehmen keine OP-Decks, sondern nur die, die in der Story vorkommen. Anfangs war das mit diesen Duel Masters geplant, aber da war das erstens schwer möglich und zweitens konnte man da generell nur OP-Decks bauen irgendwie. Also das hat dann keinen Spaß gemacht, hat ewig lang gedauert, deswegen haben wir das Spiel genommen, wo es innerhalb von einem Tag geht. Und ich habe endlich mal ein Monster gezogen. Okay. Wer hätte es gedacht? Warte mal, wenn ich angreife oder generell? Nee, du musst angreifen, damit du einen Bonus kriegst. Ja, nur wenn ich angreife. Spüre meine Blitze! Du darfst ruhig auch da variieren, ne, bei den Schaden. Wenn das nur so ein bisschen ist, dass du so tun, als wärst du nur gezwickt worden. Ab 1500 darfst du sagen wir mal, ab 1000 darf man schreien. Davor darf man nur so, aua, das hat wehgetan, oder irgendwas in Acht machen. Ja, ungefähr so. Ich aktiviere auf meiner Hand die Zauberkarte Cyber-Reparaturwerkstatt. Oh nein. Und ich suche mir ein Lichtmaschinenmonster aus meinem Deck auf die Hand. Das ist nicht das Deck mit den Übermachtdrachen, oder? Nee, es ist leider der Kleine. Und ich hole mir Cyberdrache. Und jetzt, weil du ein Monster kontrollierst und dich nicht speziell beschwöre, Cyberdrache. Nein, da bin ich gegen. Ich bin dagegen. Das ist mir aber egal. Ich bin dagegen, dass du einen Cyberdrachen kontrollierst. Das Schlimme ist, komm aufs Feld, Cyberdrache 3. Och nö, nicht noch einer. Und der hat den Namen Cyberdrachen. So, jetzt habe ich zwei Stufe 5 Monster, was mir aber leider nichts bringt. Ach stimmt, es gibt ja auch eine Xyz-Version, ne? Ja, leider. Ich will verhandeln. Es wird nicht verhandelt. Ich will Cyberdrache verhandeln. Cyberdrache 3, vernichte seinen Elementar-Held Sparkman. Niemals! Du gibst mir erstmal meine Lebenspunkte zurück! Vielen Dank! Ach, was soll's. Los, Cyberdrache, dann vernichten wir ihn jetzt! Ich bin immer noch dagegen, dass du den hast! Her damit! Okay. Nicht cool! Au! Doch cool! Ich hab doch gesagt, ich lass dich dafür leiden, dass du deinen Bruder ständig so viel antust. Ich kann ja leider nichts mehr tun. Ich find's so traurig, dass er in der Serie einfach an einem Herzinfarkt gestorben ist. Komm zurück, mein Cyberdrache. Ich hasse mein Glück beim Ziehen, ne? Die Karte bringt mir gerade überhaupt nichts. Ich will verhandeln. Nicht cool. Ja.
Deine Hand scheint ja genial zu sein. Vor allem, das ist sogar eins deiner Deck, das viele Monster beinhaltet. Und ich aktiviere noch einmal Cyber-Reparaturwerkstatt. Ich hab ein Problem. Welchen Cyberdrachen suche ich mir? Ach, ich nehme mal den kleinen. Ich sehe den Cyber-Enddrachen schon. Ich rufe halt eine halbe Schwörung Cyber-Drachenmark. Nee, da steht Cyber-Drache. Ach, toll. Ich habe nicht nachgeguckt, was das Deck, was in dem Deck drin ist. Okay. Perfekt, ich habe auch nur eins geguckt, das nicht hier die übertriebenes Karten von ihm hat. Also, so. Ich habe einfach das Erstbeste, was nicht Neo wahrgenommen. Du bist komplett schutzlos. Los, ja, mein Cyberdrachen, greif ihn direkt an. Nein! Und noch einer, Cyberdrache. Warte, gib mir eine Sekunde. Cyberdrache. Greif ihn an, mach's. Schlag nochmal 400 Lebenspunkte. Das hat wenigstens nur gezwickt. Ich beende meinen Spielzug. Bitte Spiel. Können wir die Aufnahme nochmal neu starten? Oh wow. Ich hab Fusion gezogen. Bin ich komplett eklig? Je. Moment. Kann ich das? Wie viel Becher muss man eigentlich haben? Ich aktiviere von meiner Hand die Zauberkarte Polymerisation. Du Ekelhafter! Verschmelz meine drei Cyberdrachen und rufe als Fusionsbeschwörung den Cyber-Enddrachen auf. Ich sehe ihn vor mir. Auf sich kein Monster. Hast du noch irgendwelche letzten Worte? Los, Cyber-Enddrache. Vernichte seine Lebenspunkte und schick ihn ins Reich der Schatten. Nein! So sehen Zeit für eine Revanche? Wenn du sie haben willst, wenn du nochmal leiden willst. Ich hab sie nicht geschafft, aus dem Schattenreich rauszukrabbeln. Diesmal werde ich hoffentlich mehr Glück haben. Diesmal habe ich sogar extra das Deck genommen, was bei der Reifeprüfung war, also als die aufeinander trafen beim ersten Mal. Ich hatte nur leider nicht Elementausbruch, Leute. Also musste ich die Karte austauschen. Und ich gehe als Zweiter rein, weil Cyberdrachen immer als Zweites spielen wollen. Nein, die wollen anfangen. Ah, damit kann ich arbeiten. Ja, ich habe endlich auch mal Monster auf der Hand. Wer hätte es gedacht? Aber erstmal Zukunftsfusion. Ich hoffe, die Karte sagt dir was. Während meiner nächsten Standby-Phase kann ich mir ein Monster aus meinem Fusionsdeck holen. Extra Deck. Ja, die Karte kenne ich zur Genüge. Ey, egal was ich spiele, der Cyberdrache, selbst der Schwächste davon, hat mindestens 1500. Abgesehen von diesem komischen 400er Vieh. Also kann ich eigentlich nur verdeckt spielen. Sieh mal einer an. Ich habe auch eine Zukunftsfusion. Wir wissen doch beide, was wir gegenseitig holen. Und jetzt rufe ich als Spezialbeschwörung Cyberdrache. Aber kannst du den Cyber-Enddrachen überhaupt rufen, wenn ich den jetzt kaputt mache? Du kannst doch nur vom Main-Deck und von der Hand auf den Friedhof schmeißen, oder? Lege das ausgeführte Fusionsportal von deinem Main-Deck auf den Friedhof. Ja, die ganzen Cyberdrachen werden im Friedhof. Jeder Cyberdrache ist im Friedhof Cyberdrache. Ja, aber die Zukunftsfusion, die muss das aus dem Deck holen. Moment. Das macht's ein bisschen schwer. Ja, das könnte jetzt ein wenig problematisch werden, aber es wird schon irgendwie funktionieren. Ich,
ich will verhandeln. Das ist wieder nicht nett, was du hier vorführst. Komm aufs Feld, Cyberphönix. Das wird so wehtun. Ich habe leider kein vernünftiges anderes Cyberdrachen mehr. Cyberdrache, vernichte sein verdecktes Monster. Oh, gut, dass du es so rummachst. Ja, ich weiß, dass du vielleicht einen Clayman hast und der macht der 2000 Verteidigungspunkte. Er tut weh. Cyberphönix, nein, bin ich nicht! Nein. Direkt an. Hallo? Leck. So, wenigstens einen kann ich kaputt machen. Phase 2. Ich setze noch eine Karte verdeckt und beende mein Spielzug. Wenn er Spiegelkraft ist, weine ich, ne? Okay. Jetzt ist es an der Zeit, mein Fusionsmonster zu holen. Ich muss gerade nur entscheiden, welches. Es ist vollkommen egal. Keines davon ist stark genug, um mich zu besiegen. Oh. Doch. Eins ist stark genug. Auch wenn du diesen Zwillingsdrachen holst. Elementar hält Elektro. So. Clayman. Avian. Wirst du nichts liegt schon auf dem Friedhof. Und Bubble Man. Bubble, Bubble, Bubble. Das Problem ist, ich krieg den erst in der nächsten Runde. Aber das hält mich nicht davon ab, das hier zu tun. Ich weiß, dass die Aktion doof ist. Wollen wir mal sehen. Tschüss, du blöder Phönix. Ach komm. Ach! Ja! Ich hab auch mal Schaden verteilt. Und wenn Cyber Phönix zerstört wird, kann ich eine Karte ziehen. Hoffentlich war das noch ein Cyberdrache. Der verhindert, dass du den Enddrachen holst. Warum nutzt du die jetzt? Weil ich einen Plan habe. Okay, führ deinen Plan ruhig aus. So, welches holt der? Es gibt doch eigentlich nur zwei, die du hast, oder? Nein, das hat leider nicht funktioniert. Verdammt. Der kann sie wirklich nur aus dem Deck holen. Ja! Ich hab du hast deine Zukunftsfusion ausgetriggert. Dass sie nicht funktioniert, ja! Ey, das ist schön, wenn man mit Amateuren arbeitet. Ich weiß, dass du kein Amateur bist. Bist du Schläger? Ey, das Schöne ist, bei mir kann die Zukunftsfunktion dann viel besser funktionieren, weil ich so viele Möglichkeiten habe. So, einmal das. Los, Spezialbeschwörung, komm aufs Feld, Cyberdrache. Oh, come on, nicht der schon wieder. Ach, deswegen konntest du nicht mal den Doppeldrachen rufen, wenn du den gerade eben gezogen hast. Ich habe leider nur den Enddrachen. Ich habe nur drei Karten, das ist dreimal der Enddrache. Ich dachte, du hättest mindestens den Doppelten da drin. Nee, leider hat der in dem Duell, in dem späteren Duell, nur einen von diesen Kackdrachen. Komm aufs Feld, Cyberdrache 3. Ah, ich wusste nicht, dass er die auch noch im Deck hatte. Ich müsste die Folge, glaube ich, nochmal gucken. Warte. Wir können das anders klären. Nein, können wir nicht. Cyberdrache 3, vernichte sein Zwar. Wir können Zwarten. Das anders klären. Nein! Du! Und Cyberdrache, greif seine Lebenspunkte direkt an. Was? Das Schöne ist, für dich wird es jetzt wenigstens auch schmerzhaft. Wenn Elektrum jetzt rauskommt, wird es wehtun.
Ich hätte den anderen rausholen müssen. Die Bladehead-Explosion, dann hätte ich wenigstens beide vernichten können. Hallo? Hör auf, es aufhalten zu wollen. Nein. Los geht's! Elementar hält Elektro. Jetzt geht's dir an den Kragen. Weil ich krieg für... Warte. Oh, ja, das könnte... Für jedes Monster, das du kontrollierst, krieg ich nämlich 300 Angriffspunkte. Ja, und weil dann natürlich auch noch ein Licht im Monster ist... Ah, das tut weh. Nee, die nutze ich nicht. Weißt du, wofür es Zeit ist? Um mir weh zu tun. Richtig. Jetzt ist es an der Zeit, den anderen Cyberdrachen dahin zu schicken, wo der hingehört, nämlich auf den Schrottplatz. Weg mit dir. Ja! Ja! Ah, ist das schön. Ich brauche nur eine vernünftige Karte, nur eine Karte. Hast du mein Kartenglück geerbt? Konntest du jetzt überhaupt irgendwas berufen damit? Nein. Ey, du musst die Karten, der halt echt im Deck hat, du darfst sie nicht ziehen. Kann leider nichts anderes tun, als mich zu verteidigen. Beende mein Spielzug, wenn es laufen würde. Nee, eine Karte nervt mich gerade. Ja, kenne ich. Karte würde ich so gern spielen. Einfach wegen dem Just for Fun Faktor. So, jetzt spielen wir die Ultra Taktik hier aus. Zuallererst vernichte ich dein verdecktes Monster. Verabschiede dich davon. Und zwar jetzt. Du hast einen weiteren Teil der Phönix zerstört. Wenn er zerstört wird, kann ich eine Karte ziehen. Und jetzt spiele ich Defusionierung! Jetzt defusioniere ich Elementarheit Elektrum und hole mir alle Fusionsmaterialien zurück. Kleinen Avian, um deinen Kleinen da zu vernichten. Cinetrix. Und Bubbleman. Und jetzt ist es an der Zeit, dich wegzububbeln. Bubble, bubble, bubble. Okay, der Effekt von der zweite Effekt von Bubble Man ist uninteressant, weil du Karten andere Karten hast. Gut. Los geht's, Avian! Nein, nicht mein Cyberdrache. Oh doch, der Cyberdrache. Und jetzt deine Lebenspunkte! Nein! Bubble ihn weg! Oh. Ja, so ist es schön. Und dann spiele ich noch eine Karte verdeckt. Weil ich ihn auf der Hand habe. Ich opfere Avian und Burst Cinetrix. Du rufst Elementar Blade Edge. Ja, das einzige Monster zum Opfern. Zumindest mit zwei in seinem Deck. Jaws ist noch nicht drin. Ja, jetzt hast du ein Problem. Wenn alles gut läuft, hat sich das gleich erledigt. Cyberdrachenmark. Nein, da steht eindeutig in Rot Cyberdrache. Im Ernst? Okay. Ich habe nur
Wow, ich habe genau eine Reparaturwerkstatt im Deck. Das ist ja mal absolut crap. Was sollst du dir jetzt? Ich kann mir nichts holen, ich bin am Arsch. Ich bin ziemlich gut drin. Warte mal hier, komm, ich helf dir. Ich mache meinen in die Verteidigung und ich mache deinen in die Verteidigung. Das ist sehr nett von dir, danke. Und jetzt opfere ich meinen und hol noch ein Blitz. Eins, eins. Jetzt ziehe ich den Bubble-Strahler. Ich muss halt drei Karten austauschen. Da habe ich einmal Bubble Mission, den Bubble Strahler und ich weiß nicht, was die dritte Karte war, reingetan. So, weißt du, wie ich dich ultimativ vernichten kann? Wenn du schon Clayman angreifst. Das schöne Playdash macht durchschlagenden Schaden. Ja! Zeit, dich zu vernichten! Hallo? Sayonara! Oh, nein! Hast du irgendwelche letzten Worte? Lass uns verhandeln! Du wolltest gerade eben ordentlich warnen, jetzt darfst du da reinkrabbeln in das dunkle Loch! Nein! Nein, ich komme wieder! Vor allem sogar mit Clayman!